Servus. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, vorne an die Stollenwägen, oder Grubenwägen, wie man das nennt, gehen wir heute mal den Stollenweg im Peißenberg. Der ist ungefähr 10 Kilometer lang und geht bergauf, also Höhenmeter 240, 280 Meter. Und laut den Schildern werde ich den wahrscheinlich für 3 Stunden begehen müssen, dass ich endlich mal wieder am Ausgangspunkt bin. Das ist so ein Rundweg. Und ja, hat halt mit der Geschichte von unserem Bergbau im Peißenberg zu tun. Und die Tafeln, also ich werde jetzt nicht immer alles vorlesen und nicht alles dazu sagen, die Bilder zeigen, beziehungsweise auch die Filmaufnahmen. Und dann könnt ihr, an der Tafel mache ich immer kurze Pause, da könnt ihr dann auch Pause drücken. Dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen, macht dann wieder auf Play und dann könnt ihr weiterlesen, wenn es euch das interessiert. Viel Spaß dabei. Das ist der Peißenberger Hauptstollen. Das ist auch das Bergbaumuseum, Tiefstollenhalle. Und dahinter muss ich dann und dann geht es auch gleich hinauf. Und da sind wir auch schon bei Nummer 1 oder beziehungsweise der ersten Tafel. Das werde ich euch schon mal zeigen. Muss ich sagen, ich kann jetzt schon nicht mehr. Aber was hilft's, gell? Ich muss eher aufpassen. Boden ist noch voller Schnee. Und auch ziemlich rutschig. Wenn ich da hinfalle, ist halt doof. Vor allem sieht man, dass es beim Schnee da gerade wieder gibt. Ist ja fix. Kann man mal einmal was filmen. Muss wieder aufpassen, dass meine Kameras nicht kaputt gehen. Oh Mann. Dann machen wir erstmal einen Anstieg. Ganz dann auf, irgendwo muss ich. Oh, ganz im Braun. Wieder Kartoffelsack. Ich sollte nicht aufs Film aufpassen, ich sollte aufs Gehen aufpassen eigentlich. Da ist man auf. Jetzt ist fix. Also das ist schon ganz anstrengend, von ganz unten aufzugehen. Und es geht aber noch weiter. Ah, Bankerl, meine Rettung. Also Pause machen hier. Uiuiui. Seht ihr das? Ich hoffe doch. Jetzt mal hier pflanzen da. Da habe ich mal wieder was vorgenommen. Schnee, Wind und gefrorenen Boden. Mal wieder einen Berg auflatschen. Aber es ist schön. Und mir geht es auch mittlerweile ein bisschen besser als letzte Woche. Und ich hoffe, ich werde euch heute viel zeigen können. Erstmal ein bisschen Pause machen. Und dann geht es auch schon weiter. Meine Pause ist vorbei, ich werde es weitergehen und glücklicherweise ist dazu jetzt auch die Sonne wieder rausgekommen, der Schneesturm ist weg und dann sieht er vielleicht auch mal was von der Landschaft.
Also noch bin ich ziemlich nah am Ort. Aber es wird sich dann auch bald ändern. Hoffen wir zumindest. Ich müsste auch schon fast ziemlich oben sein. Oder ganz oben. Was habe ich denn heute? Oh, da Versprecher bei mir. Am Burgstall, beziehungsweise auch an der Kapelle St. Georg. An der Stelle stand mal eine alte Burg. Die wurde aber im 13. Jahrhundert abgerissen. Genauso wie die Burg Jais, die ist auch in Peißenberg, das ist die Burg Peißenberg hier. Und die wurden, also die St. Georgs Kapelle, wurde zwischen 12. und 13. Jahrhundert gebaut, direkt an die Burg dran. Und die Burg selber, die wurde 1050, glaube ich, gebaut und da auch wieder abgerissen ist. Das Gelände hier als Bodendenkmal, aber da frage ich mich, warum ist dann da daneben gleich ein Bauernhof? Ist der auch schon so alt oder wurde der danach erst hingebaut? So eine Burg Peißenberg. Bei einer Ministadenfamilie gewohnt. Das sind kaiserliche Beamte. Das ist im Zusammenhang mit der Gründung des Kloster Rottenbuchs und der Wieskirche Weltsteingarten bzw. Wildsteig. Oh. Hier im Pfaffenwinkel gab es eigentlich ganz viele solche kleine Burgen. Die meisten wurden halt kaputt gemacht. Jetzt ist ja da auch länger, stand da nur noch die Kapelle. Zum Beispiel in Peiting, da gibt es auch nichts mehr, gibt es auch nur noch einen Berg, wo das halt drauf war. Müsste aber auch unter Bodendenkmal stehen, genauso wie da die Kapelle. Dann in Wesselbrunn ist ein Kloster, ein altes. Dann gibt es von den Welfen in Rottenbuch, das Kloster Rottenbuch. Dann gibt es die Wieskirche, das Kloster Ettal. Ja, dann sind wir auch fast mit den Burgengeschichten eigentlich zu Ende, dass ja meist, leider auch die meisten hier im Pfaffenwinkel im Städtekrieg man war der 1200, 1300 alle zerstört worden sind, bis auf die Grundmauern. Und ja, dann zeige ich euch jetzt nur noch, leider gibt es hier keinen Ausblick, obwohl hier ein Schild steht, zeige ich euch noch das Schild. Da müsste man eigentlich zum Guppenberg schauen können. Da ist noch eine knappe Gedächtniskapelle fürs Bergwerk aufgebaut. Und dann machen wir uns auf den Weg zu den Stollen.